Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde New World. Wir hatten uns das letzte Mal hier ausgelockt, weil wir irgendwie, ja, weil es eigentlich nicht weiterging und wir hier nur noch gestorben sind. So, also ich sollte vielleicht gerade mal so ein bisschen was hier schauen. Weil ich habe irgendwie nur noch Sachen hier, die... Oh, okay. Besser sind, wie wir bis jetzt hatten. Ja, das Ding hier kann ich eigentlich zerlegen, weil das ist eine Waffe, die brauche ich nicht. Weil, wegen, geht nicht. Okay. Okay. Zerlegen. Zerlegen. Ich zerlege jetzt erstmal hier die Klamotten, die ich nicht mehr brauche. Ich könnte mal gucken, ob ich das vielleicht verkauft kriege. Ja. So, was ich eigentlich jetzt auch hier vermisse, sind eigentlich die Sachen, die es über Twitch Prime geben sollte. Missionsgegenstand, okay. Und die irgendwie komischerweise nicht da sind. Aber das macht gar nichts. Vielleicht kommen die noch die Tage. Vielleicht kommen sie auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wäre halt nur eine ziemlich schlechte Publicity, wenn es nicht kommt. Wenn man da groß ankündigt. Was heißt groß ankündigt? Aber wenn man sagt, na, da ist was und dann kommt doch nichts. Stufe 12, okay. Ich weiß auch nicht, wo ich hier bin, warum ich hier bin und wo es hingeht. Sind das vielleicht auch welche von denen, die ich killen kann? Das weiß ich natürlich nicht. Zählten die auch? Oder zählen denen ihre Truhen hier auch? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, La Liva, genau. Wow. So. Wir sollten vielleicht mal wieder ein bisschen rauszoomen, finde ich. Also zumindest. Aua. Das ist irgendwie auch Drachenatem, kann ich leider nicht. Hier gibt es ein Vorratsgedönse. Mhm. Och nö. Vier von sieben. Ah ja. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt noch ein bisschen öfter sterben. Ich
So, dann schauen wir mal, zählt das dazu? Ist das jetzt 5 von 7? Ja, das ist 5 von 7, sehr schön. Na, ihr braucht keine Angst mehr am Truthähne, euch habe ich fertig. Also das Quest von euch habe ich fertig. Ich muss keine Truthähne mehr killen. Aua. Sollte mal ein wenig essen. Das Problem ist, ich muss jetzt natürlich auch gucken. Na, voll daneben geschlagen. Das Problem ist, ich müsste die ja auch alle gar nicht mehr töten. Aua. Ich brauche eigentlich nur noch 2 Kisten zum Durchsuchen. Halt die Klappe. Blödes Vieh, hast mich erschreckt. Ich hoffe, ich kommen wir jetzt gleich durch, ohne abzusaufen. Lauf, mein Freund, lauf! Wir gehen doch über die Brücke. Ja, sorry, tut mir leid, im Moment. Aha, wo wollte ich denn jetzt hin? Ne, ich muss zurück. Ah, ich bin ganz falsche Ecke. Ah, Mist. Ich hoffe, die Blöden kommen jetzt nicht zurück, die Viecher. Busch. Hier sind ganz viele Busch. Aber nicht irgendwie ein Teil, was ich suche. Ah, hier ist eine Schnellreise, okay. Karte öffnen. Ich will gar keine. Oh, Schnellreise. Okay, hier ist das andere Ding, was ich suche. Sehr schön. Den Verderbnisknoten müssen wir auch hier besiegen, nicht besiegen, sondern beseitigen. So. Und jetzt müssen wir da noch 2 Truhen plündern. Wenn wir die denn mal irgendwann finden. Aua!
waren wir schon, glaube ich, ne? Ja, klar, dein Eis und dein Schnee und keine Ahnung was. Aber das brauche ich gerade nicht. Ich muss diese Kackkisten finden. Gut, hier ist auch keine. Nee, da war ich doch eben auch schon, ne? Ja, hier war ich schon. Ich muss irgendwie da rein. Ich muss irgendwie hier oben hin rein, keine Ahnung. Und hoffen, dass es hier irgendwo. Das war nicht so gut. Kommt man hier durchs Fenster rein? Ne, irgendwie auch nicht, so wie es aussieht. Ja, dann muss ich wohl doch hier draußen rumlaufen und. Ich glaube, das hier war auch das Ding, wo wir schon drin waren. Ja. Mein Gott. Ja, hier waren wir schon drin. Scheiße. Oh, sorry. Geschafft. Jetzt muss ich aber echt noch gucken, wo diese anderen zwei Kisten noch sind. Zwei Kisten fehlen mir noch. Ich glaube, nach oben bin ich gekommen, oder? Ja, dann komm her, Alte. Komm, 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 komm. Ja, genau. Ja, jetzt habe ich nämlich das Problem, dass ich gegen zwei kämpfen muss und das ist gerade ein wenig dämlich. Ah, Mann, ey. So, jetzt bist du dran. Ey, Alter, ernsthaft? Fall jetzt um. Aua. So. Gut, hier haben wir schon mal eine der Kisten. Sehr schön, ich brauche jetzt nur noch eine Kiste. Wo auch immer die jetzt ist, hier ist sie nicht drin. Ah, jetzt habe ich die bald übersehen. Okay, einen Angriff zu bringen. Hier war ich auch schon drin. Ab hier war ich noch nicht drin, oder? Doch, hier war ich anscheinend auch schon drin. Besser gesagt, hier gibt es nichts. Sehr schön. Aber irgendwie. Das hier ist wieder die Proviantkiste, die zählt ja nicht. Doch, die zählt? Sehr schön. Dann müssen wir jetzt, wo muss ich denn hin? Die anderen Quests, keine Ahnung. Gehen wir kurz hier hin. Wie war denn das jetzt? Kompanie gründen? Nee, gerade nicht. Tagebuch.
Hauptmission, Charakter. Waffenführung, nein. Kochkunststufe 9, okay. Ach, wie war denn das jetzt, Shop, hä? Derzeitige Angebote? Ah, ja. Okay. Pakete. Ne, Moment, warte mal. Das da, 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 das da, das da. Hä? Hier gibt's E-Mods. Rüstungsskin. Waffenskin. Ach nee, nein, das war's auch nicht. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Karte. Das war's, genau. Rückruf in Gasthof. Da wollte ich ja jetzt hin, weil irgendwie habe ich jetzt ein paar Dinger beendet, aber noch nicht alle. So, jetzt muss ich schauen. Ach, mit X kann man den ganzen Scheiß wieder wegpacken. Okay. Also wenn ihr eure Waffen wegstecken wollt, X-Taste drücken. Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können. Töte den Anführer der Ahnenwächter in Arktur und melde dich dann bei William. Achso, bei William, ja, ja. Genau. Mal schauen, da ist noch einer. Du hast Meister Henry eine Abreibung verpasst, nicht wahr? Hoffentlich steht der Mistkerl nicht mehr auf. Ich überbringe Tickler die frohe Kunde. Mach du mal. Vielen Dank für deine Hilfe. So. Schauen wir mal, da gibt es irgendwo. Da oben. Hier unten, da oben, da hinten. Ich gehe jetzt erstmal da hoch. Ui, 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 ui. Oh, den Sternen sei Dank, du bist wieder da. Die Verderbnisabbrüche entstehen schneller, als wir sie schließen können. Hast du auch gesehen, wie das Zeug aus dem Boden brodelt? Ja, aber ich habe sie vernichtet. Okay. Du hast uns wieder einmal gerettet. Du scheinst ein wahrer Champion von Immerfall zu sein. Du solltest dir hier ein Haus kaufen. Das würde es leichter machen, hierher zurückzukehren. Hoffentlich, dieser alte Verrückte wusste von der Verderbnis. Ich habe gehört, dass er Königsfels eine Fischerhütte hat. Ist ein Stück weit weg, aber er könnte etwas wissen. Frag vor der Abreise im Gasthof nach, ob du in Königsfels noch mehr erledigen kannst, okay? Erfolg freigeschaltet. Aha. Ja. Ich habe gerade gar keine Ahnung hier. Ausrüstung verfügbar. Ach, da ist was verfügbar ist, ja.
Gebietsaufruf so. EP zugewinnen. Verringerte Handelssteuer um 5. Ich mache erstmal das hier. Kriege ich vielleicht ein wenig weniger Charakter. So, hier muss es irgendein Kaffeehaus geben. Dörfchen, bla, immer Fall da. Attribute, Biografie. Okay. Attribute. Waffenführung. Ne, das muss ich mir bei Gelegenheit jetzt echt nochmal angucken, weil irgendwie... So, schauen. Nochmal. Ah, hier, genau. Öffnen. Ja, schön. Was bringt mir diese Streiche? Ernsthaft. Schließen. Ich glaube mal, ich kann das ganze Zeug irgendwie nur verkaufen, weil wirklich bringt tut mir das gar nichts. Es bringt mir einfach nichts. Verkaufen. Waffen. Was? 3,50. 4,50. Was? Nein. Da muss noch ein Komma zwischen anscheinend. Komma 00. Keine Ahnung, was das soll, aber okay. Machen wir mal 4,50. Oder genau 4. Das Ding bringt 178. Warte mal. Patronen, keine Pfeile, keine. Schade, Munition, Stahl, Patronen, keine. Gut, es gibt alles nichts hier. Ach, warte kurz. Meine Aufträge, was ist denn das hier? Ah, okay. Töte den Anführer der Ahnen. Ach ja, hab ich doch. Und melde dich dann bei William. Das könnte alles werden. Melde dich dann bei William, ja. Ich muss jetzt erstmal hier schauen. Erstmal hier hinten durch, jetzt gleich links rum. Mich würde echt mal interessieren, was man hier so machen kann. 5000, okay. Wenn man hier sich ein Häuschen gekauft hat. Warte. Reden. Sei mir gegrüßt, Marodeursgenosse. Wir werden niemals aufgeben. Und letztlich werden wir siegen. Okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Was kostet denn hier was? Also die Gibbet für 5. Ach Mann. Ja. So. Gegrüßt, Marodeursgenosse. So. Wir werden niemals aufgeben. Belohnung kaufen. Letztlich
werden wir siegen. Ein Zweier. Aber 1750, die habe ich gar nicht. Ach, Kacke. Ich habe irgendwie alles noch nicht das, was hier ist. Ah, da, 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 da. Läuft. Ja, ich muss immer noch die komischen Dinger da. Ich sollte jetzt erstmal hier. Moment, nochmal M. Das ging mir zu schnell. Ich muss nochmal dahin, dann dahin, dann dahin und dann. Was sind denn hier noch? Ah ja. Hier links. Ah, da ist er doch. Du bist zurück und hast meine Steinanhänger im Gepäck? Macht. Ich freue mich schon darauf, sie zu untersuchen. Ich mach das immer gut. So. Leider ist es schwierig, mit dem irritierenden Überlebenskünstler hier meine Arbeit zu erledigen. Du solltest ihm unbedingt aus dem Weg gehen. Ja, Ordner Lee scheint von einem bizarren, primitiven Sinn für Humor angetrieben zu werden. Der Mann behauptet echt, ich könnte nicht für mich eintreten. Warum sollte er das sagen? Die Verderbten töteten meine frühere Freundin in der Ebenholzsteinhöhle. Du könntest dich dorthin begeben und sie rächen. Erzähle danach Ottnil davon. Vielleicht lässt er mich ja dann endlich in Ruhe. Okay. Machen wir doch gleich alles. So, irgendwie... Hier vorne müsste doch jetzt hier rein. Ah, da ist es. Hallo, bist du neu in der Stadt? Ich glaube schon. Das ist gut, weißt du? Neue Gesichter, Selbstbewusstsein. Toll, das kann sie jetzt wieder nicht reden. Wohl wahr, aber es mangelt uns hier an Zuversicht. Die arme Wachtmeisterin Maechia hat Angst vor ihrer eigenen Schatten und ist vom Pech besessen. Ich habe ja versucht, ihr zu helfen, aber bisher erfolglos. Haha, kann ich irgendwie helfen? Tja, mir ist da etwas eingefallen. Klingt zwar etwas albern, aber manchmal braucht es genau sowas. Wenn du in der Wildnis Kaninchenpfoten besorgen könntest, fertige ich Glücksbringer für die Wachtmeisterin an. Na toll, Kaninchen habe ich doch schon ein paar gekillt. So, das nächste müsste irgendwo hier um eine Ecke stehen. Ah, da steht er. Und dann steht da noch einer. Oder ist der das überhaupt? Nee. Töte den Anführer oh, der ja. Armenwächter in und das melde war dich er nicht. Das könnte alles ändern. Links da oben. Nein. Kacke. Falsche Richtung. Also erstmal hier drin. Da reden. Du hast dich zu einem richtigen Dauergast gemausert, was? Ich hoffe, du fühlst dich hier bald wie zu Hause. Aber sag, bist du eher ein Stadtmensch oder zieht es dich hinaus ins große Unbekannte? Okay. Du hast dich zu einem richtigen ausgezeichnet. Gasthofbetreiber Suen in Windkreis schuldet mir Azot, das ich geborgt habe. Mhm. Erinnere ihn an diese Schuld und er erstattet dir sicher die Kosten für die Schnellreise zurück. Natürlich, es kostet dich etwas Azot, aber das kennst du ja schon. Ja, wenn du ihr meine Nachricht übermittelst und zu mir zurückkommst, gebe ich dir auch noch etwas Azot. Mhm. Danke, dass du Gasthofbetreiber Sohn meine Bitte überbringst. Er wird dir genug Azot geben, um per Schnellreise zurückzukommen. Ja, ja. Wer auch Azot immer ist und wo auch immer das hingeht und keine Ahnung, jetzt muss ich hier rüber. Da ist der andere. So. Ich habe keinen blassen Schimmer, was die Frau gegen mich hat.
Findet sie mich wegen meiner Kleidung zu attraktiv? Ich habe noch eine Idee, die ein Versuch wert wäre. Aber dieses Mal übernimmst du die Lieferung. Petrovski benötigt Erzproben aus dem Singvogelbergwerk. Mhm. Ja, du bist doch von der schnellen Sorte, oder? Pass auf, wenn du Petrovski das Erz überreichst, sag ihr, es handle sich um ein anonymes Geschenk. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Mhm. Gut, jetzt habe ich ganz viele Aufgaben. Besorge die Erzproben für Petrovski. Ah, ja, ja, und vergiss ja, ja, nicht, dass sie ein anonymes Geschenk sind. Da ist Jagetutan. Da muss ich hin. Das könnte ich machen. Ja, die Grizzlies. Nein, ich glaube eher nicht. Läuft. Ach, das ist auch completed. Sehr schön. Keine Ahnung. So, die Dame haben wir auch schon glücklich gemacht. Dann wollen wir jetzt mal schauen, das brauche ich. Doch, da muss ich jetzt hin. Genau. Bitte eines Forschers töte, bla. Hä? Ach, da oben ist er. Hm. Warte mal, lass mich raten. Du bist noch nicht lange hier auf der Insel. Sand, du warst am Strand und Staub. Du warst in den Ruinen, sogar in Arktur. Hm. Wäre da nicht dieser fiese Regent, wäre ich selber dort schon gewesen. Wirklich? Dann hast du mir einen Riesengefallen getan. Ach, natürlich, der Magistrat, Clark. Dann erkennt er das Potenzial meiner Arbeit. Gut gemacht. Mhm. Gut, jetzt habe ich ganz viele... Ich weiß schon, worauf Magistrat Clark hofft. Auf meine Hilfe bei der Abwehr der Verderbnis. Ich muss nur entscheiden, ob ich daran interessiert bin. Mhm. Dann entscheide ich mal. Irgendwie muss ich mich jetzt entscheiden, wie es jetzt weitergeht. Wo geht's denn überhaupt hin? Da ist die 4. Was muss ich da machen? Erlege Schafe. Ich glaube, ich laufe jetzt erstmal zu der 4. Schafe, Entdecker gesucht, Stufe 5, Stufe 10, Stufe 9, Stufe 6. Ah, dann gehen wir erstmal Stufe 6 Schafe jagen. Ich muss jetzt genau in die andere Richtung raus, also da raus.
dann hier rum. Gasthof verfügbar in 41 Minuten, ja, ja. Und da hinten gleich links. Da müssen wir dann die Kaninchen jagen, aber da habe ich doch auch vorhin das Schaf gefunden, ne? Es sei denn, es hatte sich verlaufen. Mal ganz ehrlich, dieses blöde Gewehr hat sich bis jetzt auch noch nicht wirklich rentiert. Hier jage Schafe. Ah ne, hier sind, soll das Schafgedönse sein, ja. Soll sein, ja. Ah, da ist eins der Schafe. So. Eins getötet, eins gehäutet. Weiter geht's. Wir suchen das nächste Schaf. Da unten ist ein Truthahn, den brauche ich auch nicht. Das ist also nervig gerade mal so ein bisschen. Wenn man hier so Quests hat, wo die Viecher eigentlich nicht da sind, die man dafür braucht. Ach komm, wenn hier keiner den Wolf will, dann häute ich den auch mal eben. Ist zwar nicht das, was ich brauche, aber... So kann ich wenigstens das Fell ein wenig... Ach Quatsch, das Häuten oder Fährtenlesen, was es da gerade ist, ein bisschen aufpushen. Ach, geh weg. Ja, ja, weg, wibble. Keine Lust. Oh, da ist ein schöner Wolf. So. Aber ich glaube, die Wölfe sollte ich gar nicht töten, oder? Jage Kaninchen an. Die Kaninchen waren es. 5 Stück. Ja, gut. Plus 111 Spuren lesen und bla. Ja, wenn ich Spuren lesen könnte, dann sagt mir doch meiner, wo das nächste Schäfchen ist. Würde gerne ein paar Schafe weiter killen. Aber es sind keine hier irgendwie. Ja, ja. Reg dich nicht auf. Ist nicht gut für den Blutdruck. So. Da ist noch ein Wolf. Ich brauche aber eigentlich eher Schafe. Sag mal, gibt es nur das Schaf da an der einen Stelle oder was? Und dann muss man vielleicht 100 Jahre darauf warten, bis es wieder spawnt oder wie? Da gibt es einen Truthahn. Da gibt es noch mehr Truthähne. Ja, sorry, ich habe gedacht, wenn man hier um den Berg oder so läuft, findet man vielleicht auch noch ein Schäfchen. Aber irgendwie gibt es hier gar keine Schafe.
verstehe das nicht wirklich. Das ist schon wieder ein Wolf, den will ich aber gar nicht haben. Ich möchte eigentlich nur die Schafe haben. Aber auch wie ihr seht, es gibt hier weit und breit irgendwie nicht wirklich Schafe. Achso, ich könnte eigentlich mal was essen. Das ist echt Wahnsinn mittlerweile, ne? Ich hab da einen Wolf, aber kein Schaf. Also irgendwas stimmt hier anscheinend mit dem Schafsquest nicht. Da sind doch schon wieder nur ein Wolf, den will ich auch nicht haben. Also ich finde es gerade echt so ein bisschen frustrierend, dass hier... Oh, da ist ein Schaf. Sehr schön. So, das war dann jetzt schon mal 2 von 3. Das heißt, ich bräuchte jetzt nur noch 1. Wenn es denn mal endlich kommt, nicht wahr? Komm, noch ein Schaf jetzt. Schäfchen, kleines Schäfchen. Es kommt einfach kein Schäfchen. Das scheint echt nur ein Schaf zu sein, was hier alle paar Minuten mal hin und her spawnt oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ganz ehrlich, das Spiel finde ich mittlerweile eigentlich doch echt klasse und es wird wahrscheinlich auch weitere Folgen geben. Was mich aber gerade wirklich nur ein wenig nervt, ist dieses blöde Quest jetzt hier gerade. Also es kann doch nie sein, dass man hier ein Schaf oder Schafe killen soll und es kommt immer nur ein blödes Schaf. Komm, ich versuch mal. Ne, nee, eigentlich. Achso, Holzfällen 50, okay. Hier auch Holzfällen 50. Ah, hier ist ein junger Baum. Nehmen wir den doch mal. Dann fäll ich halt einfach mal. Fäll ich einfach mal ein paar Bäumchen hier, ne? Holz oder so. Kann ich den denn jetzt auch noch hier? Ne, kann ich nicht. Hm.
das wäre echt... Ach, Quatsch. Mein Gott. Wäre echt mal schöner. Ich könnte hier mal langsam irgendwie das letzte Schaf erlegen. Und wäre dann mit dem Quest auch schon mal fertig und könnte mich dann mal an die anderen begeben. Das würde mir ziemlich viel Freude machen. Und es wäre nicht so langweilig. Aber mal ganz ehrlich, warum soll ich jetzt hier noch 5-mal weglaufen und immer wieder hinlaufen? Das ist für euch dann genauso kacke. Wie als wenn ich jetzt einfach hier bleibe und hoffe, dass gleich nochmal ein Schäfchen kommt. Oh, ey. Keine Schärfe. Also sowas ist dann das echt, was mich so ein bisschen annervt. Das ist auch so, ja, ich sag mal, das, was mich damals so an WoW eigentlich angenervt hat. Dass man hier irgendwelche Quests machen kann oder muss. Und es ist nicht genug Zeug da, ne? Okay, jetzt sollte ich dann auch nichts mehr hier so weiter abbauen oder sowas, weil... ne, Moment, das ist das Ding mit Stufe 23, schnell weg hier. Das, also das, ganz ehrlich, muss ich jetzt sagen, hier mit dem komischen Schaf oder mit den Schafen. Das ist so ein Quest, was mich wirklich so an World of Warcraft erinnert, wo man, ja, weiß ich nicht, auch Quests hatte, wo 10 Leute ein Item gejagt haben oder gesucht haben und es irgendwie immer nur einer gefunden hat. Aber man irgendwie stundenlang damit beschäftigt war. Ist denn noch eine andere 4 hier vielleicht? Nee, aber eine 6 gibt es da hinten. Da gibt es eine 1. Was ist das hier? Ein anonymes Geschenk. Ja, da muss ich 15 für sein. Da sollte ich Stufe 17 sein. Was sollte ich denn da sein? Stufe, keine Ahnung was. Ich weiß nicht, was das hier für ein Gebiet ist. Gebietsruf. Schauen wir doch mal. Sammeln. So. Ach, denn hier irgendwo mal angezeigt, wo das Gebiet sein soll? Ja, eigentlich ein bisschen weiter runter, ne? Erlege Schafe in Steinreich und bringe sie zu uns. Ja, wenn es hier mal Schafe geben würde, Leute. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wo hier noch Schafe sein sollen. Die zerlegen da ihre Wölfe. Ein Schaf, echt. So, um jetzt mal hier was herzustellen.
könnte 10 Tränke herstellen. Dann machen wir das doch einfach mal verlassen. Ah, der kämpft auch mit einem Wolf. Kannst du echt nicht sein. Ein blödes Schaf brauche ich noch. Kann ich das schon abbauen? Ich glaube eher nicht. Nee, mit 30. Ja, super. Da ich aber auch keine Kräuter finde, die ich so unterwegs abbauen kann, werde ich wahrscheinlich nie 30 werden. Da ich auch kein Schaf hier finde, kriege ich da irgendwie auch nichts geschissen. Ja, no. Geh weg. Sein. Also dieses Schafsquest geht mir gediegen auf den Zeiger. Entdecker gesucht. Das ist Stufe 10, das ist Stufe 9. Ich glaube, ich werde mich jetzt an 5 und 6 begeben, weil 1 bis 25? Nee. Hä? Das hier ist 1 bis 25, 1 bis 25, 1 bis 25, das ist 58, 60, 1 bis 25, da muss ich auch noch hin, fällt mir gerade ein, oder auf. Das hier ist 26 bis 35, okay. Also ich weiß echt nicht, was die hier mit dem Schafsquest gemacht haben. Ich sehe auch ehrlich gesagt weit und breit wieder kein Schaf. Am besten werde ich mich jetzt auch hier verziehen, weil ey, das bringt es überhaupt nicht. Vielleicht finde ich noch irgendwo ein anderes Schaf, aber hier das ist... Ah, ein Wolf. Ah, jetzt habe ich es gefunden, weißt du, jetzt wo ich gerade gehen wollte. Mann. So, jetzt bin ich aber glaube ich auch schon so gut wie voll, ne? Kaninchen sollte ich jagen. Kaninchen finde ich aber auch gerade nicht. Was bist du für einer?
Echt? So. War da noch einer? Nö, sieht nicht so aus. Grundsteuer 91, Handelssteuer 4,5, Durchschnitt bla. Hm. Sei mir gegrüßt, Marodeurs Genosse. So, ja. Wir werden niemals aufgeben. Ich auch nicht. Letztlich werden wir siegen. Nein, bin ich mir nicht sicher. Nein. Nein, okay. Das sind unten die... Unten, das sind anscheinend die PvP Quests und oben dann die anderen. Langschwert, nee, Eisen. Hm. Oh Gott, was ich da nicht alles brauche. Oh Gott, das dauert ewig. Nee, da will ich auch nicht hin. Eisenbarren. Kann ich, glaube ich, zig Dinger herstellen, ja. Kann ich sonst noch was herstellen? Silberbarren? Nee. Eisenbarren mal 2. Kann ich alles nicht herstellen. Bauholz müsste ich ja auch jede Menge. Ja, was heißt jede Menge? Aber ich bin schon Stufe 6 damit. Was haben wir hier? Werkstatt Rang 3. Hm. So wie es aussieht, könnte ich mir die herstellen, oder? Aber ich würde mir lieber die Patronen herstellen, aber dafür fehlt mir Schießpulver. Wo auch immer ich das herkriege. Scheiße, ja und Leinen. Oh, das ist doch... So Mäusemeldung. 4. Auch Stufe 4, so. Das habe ich. Konnte ich hier jetzt irgendwas herstellen? Langschwert, Holz? Nee, ich will doch kein... Ach, Holzding. Einfach mal gucken jetzt hier. Ich habe Langschwert, das ist ein Langschwert Eisen. Das ist natürlich besser als das, was ich habe. Zerlegen. Zerlegen. Zerlegen und das auch zerlegen. So, ich könnte jetzt mal kurz herstellen, vielleicht
Tuch. Ich brauche Tuch. Wo auch immer ich Tuch herkriege. Verdammte Kacke. Ich muss noch mal eben gucken. Das war irgendwo. Da ist eine Gerberei. Da ist ein Webstuhl. Und da ist die Dings. Ja, ich muss hier rechts rum. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin bei dem da. Bei dem DD da, genau. Hier muss ich hin. Noch besser Leinen. Ich brauche Fasern. Scheiße, wo habe ich denn meine Fasern? Habe ich die? Gibt es jetzt hier irgendwo? Gibt natürlich nicht. 8, 18, ja. Leinen, das ist Lagerschuppen. Hier ist Kriegsübersicht, da ist Handelsposten. Was? Nein. Geh weg. Gasthof. Gerberei. Da ist. Da, nee, da. Fasern, war das nicht Fasern? Fasern, 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 ne? Hab ich doch. Hier gehabt, oder? Schiff. Ach Quatsch, ich wollte doch hier gucken. Kreuzstich, bla, da, 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 da. Veredelungsgedönse. Eisenerz. Rohleder. Raues Leder. Schilf. Läuft wieder hervorragend. Gerbstoff kann darüber. Das kann. Ups. Das kann darüber, das kann rüber. Ja, das kann auch erstmal darüber. Das Sandpapier auch. Das kann rüber, die 13 Dinger können rüber, das kann rüber, das kann rüber. Oh, eigentlich kann hier alles rüber, ne? Ich weiß nicht, wann ich es brauche. Dann kommt das hier rein. Den nehmen wir auch mal hier rüber. Das Ding zerlegen wir. Und das zerlegen wir auch. So, das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Öffnen. Dann muss ich jetzt mal schauen. Ich habe jetzt angelegt die, haben. Ah, dann nehme ich die, sind nämlich besser, ja. Das können wir dann zerlegen. Kampfmagier, na, ist klar. Jo, haben wir geschafft. Ich glaube, das da könnte auch erstmal rüber. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, was ich damit anfangen kann. Da steht halt immer nur Rohstoff, ne?
Das Problem ist, ich habe gar keinen Bogen dabei. Dass ich jetzt sagen könnte, ich benutze die Pfeile. Weizen. Ja, keine Ahnung. Köder brauche ich gerade, glaube ich, auch nicht wirklich. Ja, keine Ahnung. Ich versuche jetzt mal die drei Sachen noch zu verkloppen hier. Verkaufen. Mann, einmal nur. Versuch's jetzt einfach mal. Mit 45, ne? Aber war da nicht noch? Nee. Möbel kann man auch verkaufen, ja. Dieser komische Helm, genau, Helm wollte ich verkaufen. Speerhelm des Magiers. Kleidung. Ne? Wollte ich aber verkaufen, nicht kaufen. Warum kann ich denn. Warum habe ich denn diesen komischen Dings nicht meine Aufträge? Hier 4,45. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Ich hätte gerne. Gut, anscheinend darf ich das nicht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich zerstöre das Ding jetzt einfach. Ausrüsten, verwerfen. Sperren, zerlegen. Ja. So. Wir schauen. Ich könnte eigentlich. Wo war's? Ich teleportiere mich mal dahin. Ja, komm, mach hin. Hä? Ja, ich möchte da wirklich hin. Aber dann bin ich direkt an den anderen zwei Questdingern. Und dann geht's vielleicht ein wenig schneller. Jetzt brauche ich nämlich nur noch, da ist die 4, halt. Was ist das? Ah, da ist auch gleich, ja. Da machen wir gleich. So, jetzt machen wir erstmal. Die 4, obwohl 5. Wo ist denn die 5? Ach, geh kacken, blödes Vieh. Nur mich nicht an, mach ich kaputt. Oder auch nicht. Vielleicht macht das mich auch kaputt. Ich habe keine Ahnung. Hier, Raubzug. Besiege Verlorene. Aha. Habe ich denn hier irgendwas?
4. Ich habe keine 4 mehr. Dann muss ich wohl die 3 nehmen. Ernsthaft? Ich bin hierbei. Was ist denn das? Ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt hier machen? So. Ernsthaft? Das ist jetzt welches Quest? Raubzug Langschatten. Jetzt nur mal gucken, weil ich habe gerade gar keine Ahnung mehr. Nee. Ach Quatsch. Ach nein. Oh, bin ich denn jetzt Banane oder was? So, das hier ausrüsten. So. Wollte aber jetzt eigentlich Quests gucken. Ja? Nein, ach Quatsch. Glaube ich Biografie? Nee, ach, irgendwie bin ich immer noch nicht wirklich in dem Game drin. Nebengeschichte. Jage Kaninchen. Noch 3, gut. Ich wollte gerade sagen, ey, irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Yeah.
So. Aber glaube ich irgendwas. Da ist was, ja. Machen wir das mal hier. So, ich glaube, das Quest war fertig, ne? Ach, Quatsch. Tagebuch. J war's. Zehn Hirsche. Sag mal. Okay, das ist fertig. Ja, muss ich jetzt dahin? Also den Weg hier hoch. Dann da hinten gleich rechts und dann da irgendwo ins Wasser. Ich kann aber auch hier querfeld einlaufen. Yes. Der Zirkel 2 hat noch 18 freie Plätze. Schlagt jetzt zu und seit Teil einer größeren Kompanie. Zurzeit sind wir 182 MWD. Hä? Wow. Stufe 13. Nee, da will ich ja gar nicht. Oh. Gut, kämpf du mal. Ich will da eigentlich nur durch. Nämlich da hinten anscheinend wieder auf der anderen Seite runter. Ernsthaft, ja. Dumme Sau. Also nicht der, sondern der komische PvE-Typ, der mich da gerade angegriffen hat. So, der nächste. Thank you.
nee, ich muss hier hoch. So, das haben wir auch geschafft. Dann muss ich jetzt hier wieder... Ach, nö. Ja, genau. Wie viel sollen denn da noch kommen, bitteschön? Ernsthaft, ey, hatte ich plötzlich drei Stück hinter mir. Der eine kam von keine Ahnung woher. Aua. Ich muss mir mal echt so ein bisschen angewöhnen, vielleicht auch mal ab und zu blocken oder so. Da hinten irgendwo wieder rein. Und dann muss ich gleich da irgendwo noch hin. Also, hier meinte ich natürlich, ne? Hier gleich irgendwo rechts rein. Was ist das? Kann ich die mitnehmen? Nein, leider nicht. Ich muss jetzt gleich hier irgendwo rechts rein. Komischerweise, jetzt finde ich ganz viele Truthähne und was weiß ich nicht was. Und vorhin... Ja, aua! Einmal müssen die mich ja immer erwischen, irgendwie habe ich so das Gefühl. Hier muss ich nach Truhen suchen, okay. Jetzt. Nee, das war falsch. Eigentlich wollte ich eh drücken. Naja, egal. Aha. Was habe ich denn für eine Hose an? Ich habe eine beschissenere Hose an, also zieh mal die an. Ja, ja, du mich auch. Die Hose ist schlechter. Der Mantel ist auf jeden Fall besser wie das Ding, ja? Warum kann ich das nicht ausrüsten? Ich habe keine Ahnung, warum ich das nicht ausrüsten kann, aber okay. In die Höhle oder so. Frischwasser, ja.
Ja, super, genau. Aua. So. Keine Ahnung, was das hier hinten ist. Anscheinend ist er mal vorbeigeschlagen. Schön. Einfach mal alle Kisten durchgehen, oder? Also es geht wirklich besser, wenn man so ab und an nochmal verteidigt, also blockt. Wow! So, wo muss ich jetzt hin?
keine Ahnung. Wahrscheinlich mal. Ich gehe mal da hin. Zu dem. Ding da unten. Fall jetzt um. So, jetzt muss ich hier links rum. Kacke, da sind ja noch welche. Oh. Fall doch jetzt um, Mensch. Ah, okay. Aua! Ey! Jetzt ist aber mal gut hier. Da habe ich doch eiskalt geblockt. Und nachdem ich das Blocken aufgehebt habe, gehoben habe, hat er dann direkt nochmal zugeschlagen. Genau wie jetzt hier gerade. Das ist... Aua! Ah, rechts rum. Ja, und dann muss ich gleich da links rum. Aber jetzt muss ich erstmal gucken. Ja. So, Punkte zuweisen. M? Hä? 1? Achso, da. Gebetsruf, okay. Handelssteueraufbewahrung. Komm, ich mach das Ding da mal ein bisschen höher. Jetzt gehe ich mal dahin. Und nur für den Fall, dass wir gleich mal irgendwo sterben sollten, was ich natürlich nicht hoffe. Kleiner Hund, Landmarkekarte, okay. 21, nein. Schnell weg hier. Da links müsste irgendwas sein. Was ich erkunden sollte. Habe ich jetzt irgendwo ein Schaf gehört? Aua. Bergbau habe ich auf 4, okay, großer Berg, Landmarke 21. Ist doch das, was ich eigentlich erkunden sollte, oder? Hm. Was, den kann ich nicht häuten? Aha. So, warte mal. Suche in Truhe nach Schnürband, Gebiet Bär, großes Bär, großer Bär, ne, ist klar. Ne, ich glaube, das ist noch nicht meins hier. Dann eher weg.
Stufe 15. Ja, nee, ist klar. Einnahmnehmendes Geschenk 17. Eins ist hier unten. Ich könnte da auf die anderen. Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Wieder hier auf die andere Seite zurück. Ich hoffe nur auf kein Krokophant. Weil die Krokophanten, weiß ich nicht, wie hart die hier sind. Habe ich noch nicht ausprobiert. Möchte ich gerade auch nicht wirklich. So, wir laufen jetzt einfach mal da zu dem da eins. Geisterschrein zu reisen. Ich sehe hier keinen Geisterschrein, oder? Dort sowieso. Durch sehe ich da nicht. Das war Autolaufen, genau. Was? Stufe 24. Ich glaube, ich habe jetzt gleich das Problem, dass ich tot bin, weil... Ja. Schnell weg. Dann muss ich hier vorne links rum. Der läuft mir immer noch hinterher. Ja gut, wenn er eigentlich so langsam ist, hätte ich wahrscheinlich doch über die Brücke laufen können, weil... ja. Der wahrscheinlich wirklich so lahm ist. Wäre über die Brücke an den vorbeigelaufen wären. Aber wahrscheinlich bei meinem Glück wäre der dann plötzlich doch so schnell gewesen. Das Tal der Zeit. Lass mich raten, die sind auch 21. Die sind sogar Stufe 24. Okay. Ja. Ah. Jetzt bin ich tot. Sag ich doch. Geh weg, du blödes Vieh. Folgt mir sogar im Wasser. Kann er nicht mal ertrinken? Aua. Hau ab. Ach, da ist noch so ein Vieh. Eigentlich möchte ich doch nur zu meinem Questgeber. Stufe 24. Ja, ich will doch da gar nicht rein. Lass mich doch in Ruhe. Scheiße. Hier sind nur solche Eisen. Da sind ja nur solche Viecher, ey. Eisen, 7 hochgegangen. Ah, nein. Lasst mich in Ruhe.
tue euch nichts, ihr tut mir auch nichts, hoffe ich zumindest. Würde mich zumindest freuen, wenn die mir nichts tun. Tut mir leid, Kaninchen. Ich brauche Hasenpfoten. Hätte ich gerne auch von dem anderen Vieh da hinten gehabt, aber dann ist mir dann doch leider dieses blöde andere Vieh, da 175 genau, dazwischen gekommen, wo ich leider dann nichts dran machen konnte. Eine von fünf Pfoten. Irgendwie habe ich es jetzt anscheinend geschafft, das alles zu umgehen. Ich hoffe, das Gebiet hier ist... Was ist denn das für ein Gebiet? Ich hoffe, das ist auf jeden Fall ein Low-Gebiet. Also, ne? Gebiet, wo ich reinkomme, bitte. Und nicht sterbe, wenn ich irgendwie... Sehr schön. Fremd, null. Mhm. Ja, 21, nein, weg. Auch gerade die Angst, ja. Jetzt gleich hier links rum. Keine Ahnung, was die da machen. Empfohlene Stufe 25. Super. Ich muss doch da aber irgendwie... Nee, ich kann direkt hier hingehen. Na? Was ist das? Oh, Alter, erschreckt mich nicht so. Aha. Was hier mal für eine riesen Kugel ist, ey. Mann. Links, die nächste wieder links. Ein Truthahn, ne, den brauche ich gerade nicht. Ich bräuchte ein Häschen wieder. Eigentlich bräuchte ich noch vier Häschen. Was ist das hier für eine Ortschaft? Ich hoffe, eine freundliche Stufe 8. Ach ja, dann ist das eigentlich nicht so schlimm hier. Ja, was sind das für Riesenkugeln? So. Tagebuch. Lesen. Der Boden der Tatsachen, gefunden in der Nähe von Copper Ranch. Sarah, ich freue mich zu hören, dass es mit deiner Expedition gut vorangeht. Auch wenn ich und meinen Verlust trauere. Ich hätte mich dir sehr gerne angeschlossen, aber ich kann meine, wenngleich manchmal eher belanglosen Pflichten gegenüber der Siedlung hier nicht vernachlässigen. Wenn ein anderer meinen Platz einnehmen würde, sehe ich durchaus die Möglichkeit, mich dir doch noch anzuschließen. Aber meine Anforderungen sind, wie du weißt, nicht gerade niedrig, was die Suche nur noch schwieriger macht. Ich werde deine Bodenprobenempfehlung entsprechend prüfen. Es ist hier im Gebiet ein vielversprechender Neuzugang. Endlich jemand, der keine Probleme mit dem Erfüllen meiner Anfragen hat. Vielleicht gebe ich ja deine Bitte weiter, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Ich bin überzeugt davon, dass es diesen mutigen Grünschnabel gelingen wird, Bodenproben von einem
von einigen der in der Nähe befindlichen Orte zu sammeln und mit dem eventuell vor Ort befindlichen Unholden fertig zu werden. Und ja, natürlich lade ich dich auf ein Getränk ein, wenn wir uns wiedersehen. Ich vermisse unsere Diskussionen. Du hast ein unvergleichliches Händchen dafür, sogar mit kniffligsten Rätseln zu lösen. Ich werde dir ein Rätsel stellen, das deiner gewachsen ist. Keine Sorge, Robert Kottherrn ran. Okay. Wo ist denn diese Markierung? Müsste doch hier irgendwo sein eigentlich. M-Karte öffnen, hä? Nein, der ist irgendwo auf der anderen Seite, ja super. Was haben wir denn hier? Ne? Brot als Köder. Brot als Köder, das Lieblingsnahrungsmittel. Ich denke schon, dass es viele Unterschiede zwischen Menschen und Fischen gibt. Wenn also Angelgroßmeister Maschera sagt, dass wir uns ähnlich sind, könnte das daran liegen, dass er etwas speziell ist. Aber in einer Sache hat er recht. Menschen und Fische mögen beide Brot. Ich habe schon oft bemerkt, dass hochwertige Fische meinen Schwimmer begutachten, wenn ich Brot als Köder verwende. Und das zu sehen, muss man nicht eins mit dem Meer sein. Okay. Ich bin eh nicht eins mit dem Meer. Ah, da. Ich sehe ihn. Was auch immer ich da jetzt machen soll. Hallo, ich bin Angelmeister Shields. Und ich bin Fully 74. Ahoi! Vor den Abenteuern und dem Ruhm musst du erst noch lernen, wie man sich mit den Früchten des Meeres den Magen füllt. Zunächst brauchst du einen Köder. Einer der am einfachsten zu findenden Köder sind Asseln. Das sind kleine Krabbeltiere, die in Büschen leben. Den Rest kannst du auf zahlreichen anderen Wegen finden. Asseln locken größere Fische an und glaub mir, auf die Größe kommt es an. Außerdem möchte ich dir noch ein paar Grundlagen beibringen. Mach. Was macht das Angeln? Schreiten wir sofort zur Tat. Beim Angeln geht's um drei einfache Dinge. Auswerfen, beißen lassen und dann einholen. Es mag zwar etwas dauern, bis du den Dreh raus hast, aber danach kannst du Stunden damit verbringen. Jo, wäre ja schön, ne? Wenn du drei Fische fangen kannst, zeig sie Ruby in Immerfall, damit sie sieht, was der alte Shields dir beigebracht hat. Okay. Angelmeisterin Ruby wird sich sicher über einen neuen Lehrling freuen. Sie kann sehr Dann muss ich jetzt erstmal schauen, wo habe ich denn die Angel überhaupt da? Werkzeuge. Okay. Was muss ich? F3 oder was? Na. Ah. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich hoffe, es wird mir gleich angezeigt. Habe ich überhaupt einen Köder dran? Ich glaube, es darf einfach nicht zu weit ins Rote gehen oder so. Weil sonst wahrscheinlich die Schnur reißt und oh, ordentlich. Köder anbringen, ja. Köder anbringen. Halten zum Auswerfen, okay. Bereit machen. Am Haken. Okay, man muss dann links... Eigentlich nur links klicken, wenn...
Und wenn man den Fisch dran hat. Und dann einholen. Und am besten nicht. Ruder? Ja, super. Ich angel mir mal ein Ruder. Also wenn da gleich steht, bereit machen, dann einfach warten, bis da die Anzeige kommt und dann linke Maustaste drücken. Und dann mit links einholen. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Dann warten, bis es wieder ein bisschen abgeklungen ist. Weil ich glaube, ansonsten wird es wahrscheinlich reißen oder so. Eine Kaulquappe gefangen. Komm, wir ändern mal den Köder. Ich mache jetzt mal hier so ein Leuchtkäfergedönse dran. Ach, das war zu früh. Ja, das war wieder meine Dummheit. Kleinen Lachs, okay. Ist eigentlich irgendwie ulkig, das Angeln. Macht eigentlich auch Spaß. Also es gibt andere Spiele, wo mir das Angeln überhaupt keinen Spaß mehr macht. Siehe Scum. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt oder nicht, obwohl einige werden es wahrscheinlich kennen. Schon wieder eine Kaulquappe. Okay. Mit F3 Angeln beenden. Sehr gut. Aha. Ah, okay, gewöhnliche Angelstelle. Nur das war, das zeigt der Menü an. Okay, dann gehen wir jetzt hier wieder hoch auf die Straße. Zurück hier links rum. Gleich rechts rum und dann gucken wir, dass wir da hinkommen. Hier scheint es Tote zu geben. Also ich meine hier die rumlaufen. Ja, Stufe 9, okay. Dann geht's ja noch. Noch Vieh, geh weg. Und vor allen Dingen würden die Untoten mich hier nicht angreifen, weil die Toten... Wird denen ja nichts passieren. Ich will ja einfach nur hier durch. Ne, ich muss weiter geradeaus, oder? Ja, doch. Weiter geht's. Lesen. Ungestört. Ah, natürlich nicht ungestört, weil der mich jetzt hier natürlich auch sehen musste. Hä? Wo will er hin? Erdbeeren. Erdbeeren sind immer gut. Sorry, das werde ich heute auch nicht vorlesen.
Also wir haben es mittlerweile 2.30 Uhr in der Nacht. Ich bin eigentlich auch todmüde. Hab jetzt nicht wirklich noch Lust, irgendwie großartig was vorzulesen. Schade, dass es nicht noch mehr Erdbeeren gibt hier. Und eigentlich möchte ich auch nur noch in die eine Stadt diese zwei Quests aufgeben, abgeben, keine Ahnung, aufnehmen, annehmen. Dann wird wahrscheinlich auch die Folge für heute beendet sein. Ich sehe gerade, ach du heilige Kacke. Ja, ich sehe gerade, wir haben es fast 2 Stunden, dass die Aufnahme läuft. Und ja, ist dann halt doch schon ein wenig lang. Denke ich nicht, dass irgendjemand von euch wahrscheinlich die ganzen 2 Stunden gucken wird. So, ich mach mal die 3, ein wenig was essen. Ah, hüpf drüber. Okay, ich müsste jetzt einfach irgendwie geradeaus querfeld einlaufen, um... Ich rang auf die Cookie-App. Was ist das, ein Büffel? Scheint fast so. Okay, hab's Lass gehört. Stufe 18. Ach ne, da muss ich auch gar nicht hin. Das Bison ist auch 18. Ich müsste irgendwie daran vorbei oder so. Ich laufe einfach mal hier über die Brücke. F3, Fichten? Ich kann hier fichten? Okay. Ich weiß zwar nicht, wie man hier fichten würde können, aber okay. Großen Barsch, okay. Einen kleinen Piranha, genau, man angelt ja auch hier in dem Fluss mal eben Piranhas. Aber okay, wenn das Spiel das sagt, angeln wir halt hier Piranhas. So, letzter Fisch, dann geht's weiter. Okay, 3 habe ich jetzt, also angeln Stufe 3 anscheinend. Kleiner Flussbarsch. F3, Angel weg, weiter geht's. Wir müssen aber hier rechts lang irgendwo. Nein, Anfisch. Was auch immer Anfisch ist. Was haben wir denn hier? Ah, sorry, Häschen, aber ich brauche deine Pfoten.
Ja, super, ich glaube, ich bin jetzt gleich sowas von tot. Hilfe! Wo soll denn der Knecht? Ach, der Knecht. Der, Questgeber sein. Ist das der hier hinten? Hinfort mit dir, Geist! Du verscheuchst die Fische! Ich kenne dich nicht. Und ich will dich auch nicht kennenlernen. Mein Name. Oh ja. Damit wollen die Leute ihrer Vergänglichkeit etwas Unvergängliches abbringen. Mhm. Selbst hier. Ich wurde einst Jonas genannt. Jonas, der irre Wanderer, der Halbverlorene. So nennt man mich. Wenn die Zeit dem Tod einmal zu oft entgleitet, dann verblassen solche Gedanken. Oder sie werden besudelt mit Schmerz und Verderbnis. Was weißt du über die Verderbnis? Habt ihr das gehört, meine Fischlein? Verderbnis. Niemand will darüber reden, auch ich nicht. Nicht mehr jedenfalls. Wusste ich davon? Früher hielt ich mich für gebildet, im Gegensatz zu den Narren, die gegen die Verderbten kämpften. Mhm. Welche Narren? Wie töricht diese Sterblichen doch sind, schrieb Seneca. Unsterbliche in diesem Fall. Doch diese Narren sind fort, vergessen. Vielleicht erinnern sich die Steine noch. Versuch's mal da. Geh einfach. Die Fische und ich diskutieren über Literatur. Mhm. Tagebuch öffnen, ja gut. Stufe 14 sollte ich sein. Hm. Ja, ich finde das schon irgendwie clever. Dass das hier so ein komisches Ding ist. So, einen Fisch noch. Dann würde ich sagen, teleportiere ich mich zurück in die Stadt. Kleiner Hecht, okay. F3. So, Karte M. Ja. Ich rufe mich mal zurück zum Gasthof. Das Ding habe ich auf jeden Fall. Falsche Richtung. Also das von der Fraktion habe ich auf jeden Fall. Und das war's dann auch schon wieder, oder was? Was auch immer das jetzt ist, war, sein soll, keine Ahnung. Sei mir gegrüßt, Marodeurs Genosse. Wir werden niemals aufgeben. Mhm. Und letztlich werden wir siegen. Ja, vielleicht. Completed. 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 So, 1200.
1200. Was kostet sie denn? Attributpunkte, okay. Okay, das Ding aber hätte Voraussetzungsstufe 5. 15. 1750, aber bis dahin könnte es ja vielleicht noch haben, kriegen. So, dann machen wir jetzt mal hier. Hier habe ich direkt 2, okay. Dann machen wir das doch einfach mal so. Bräuchte aber auch anscheinend Intelligenz ein wenig. Also ich war der Meinung, ich hätte auch noch Stufe 17, 9. Ach, die habe ich noch nicht, genau. Da war ich auch noch nicht. Grundlagen des Angelns, genau. Immer voll. Genau. Entdecker gesucht, immer voll Stufe 11. Suche nach einem Schnürband an folgendem Ort. Großer Bär. Genau. Das ist das, was urplötzlich angeblich 41 ist und ich sowas von tot gewesen wäre oder so. Nicht eins davon schon fertig? Doch, das hier. Ich sprich mit Bolso und so in, keine Ahnung, wo auch immer die sein soll. Wo bin ich? In Immertal, doch. Stufe 17. Stufe 15. Das ist ab Stufe 14. So weit bin ich noch gar nicht. 4, 5 und 6. Irgendwo sollte doch hier vielleicht jetzt Anglerin oder so sein. Habe ich denn jetzt irgendwie... Ah, da muss ich hin, müsste ich hin. Ah, das ist aber... Grundlagen des Angelns, das ist aber irgendwie ganz weit, ganz woanders, würde ich mal behaupten, ne? Wow. Naja, auf jeden Fall ist es da, wo ich jetzt heute nicht mehr reisen werde. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das Spiel, wie gesagt, ist eigentlich super. Ich würde gerne weitere Folgen machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Und lasst auch gerne ein Abo da, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und ich muss sagen, also... New World ist wirklich eins der geilsten Spiele, was ich so in letzter Zeit mir wieder mal gekauft habe und das eigentlich auch nicht wirklich bereue. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch dann noch was. Bis demnächst. Ciao, der Falli.